Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. Insgesamt 6 Mannschaften aus ganz Oberösterreich trafen sich in Weizenkirchen, um in der Klasse Schüler den Tischtennis-Landesmeister im Mannschaftsbewerb zu ermitteln. Die Gastgeber stellten 2 Teams, bestehend aus Christoph Reiter und David Zeschka, sowie Klaus Rabeda und Michael Pillinger. Als Ersatz standen Julia Gattringer und Maria Heenberger zur Verfügung. Gespielt wurde nach neuem Reglement auf 3 Gewinnsätze bis 11, wobei der Service alle 2 Punkte wechselt. Die große Begeisterung, die beiden Tischtennis-Länderkämpfe der österreichischen Nationalmannschaft im Vorjahr in Weizenkirchen ausgelöst haben, zeigt nun erste positive Nachwirkungen im Jugendbereich. Um einen breiteren Nachzug an Nachwuchs zu holen in Ihrem Verein, haben Sie Umstrukturierungen vorgenommen? Welcher Art genau? Also das war notwendig, weil das Interesse ist auch wegen der Länderspiele stark gestiegen und wir konnten das Interesse nicht mehr bedienen. Daher haben wir mal den Verein in Gruppen eingeteilt und haben die Organisation den Anforderungen entsprechend angepasst. Was genau passiert in der Jugendarbeit? Man hat auch hier einiges umstrukturiert. Ja, in der Jugendarbeit haben wir eben gesehen, dass wir, wenn wir nach oben wollen, die Breite vergrößern müssen. Und wir haben dazu auch einen Trainer engagiert, gemeinsam mit der Spielgemeinschaft ASKÖ Union Wels. Und das ist Herr Silli aus Ungarn, ein exzellenter Fachmann. Das Zauberwort heißt kurz INF oder Initiative Nachwuchsförderung. Mit dem bereits angesprochenen Trainer aus Ungarn wurde ein Trainingsprogramm erarbeitet, das gute Nachwuchsspieler heranbilden soll, die dann das Projekt Staatsliga schlagkräftig unterstützen können. Ihr habt jetzt sehr knapp verloren, aber ich glaube, ein sehr gutes Spiel trotzdem geliefert. Vor allem hast du in einem Einzel einen Zweisatzrückstand noch aufgeholt und eigentlich ein gutes Spiel geboten. Kannst du uns über diese Partie vielleicht ganz kurz etwas schildern? Ja, eigentlich war es nicht recht schwer. Das ist auch viel, weil ich so viele Eigenfehler gemacht. Und kannst du dich vielleicht noch ganz kurz vorstellen? Woher kommst du? Wo gehst du zur Schule? Ich bin der David Zeschke, wohne in Köppling 13, ist in Weizenkirchen und gehe da in Taubtschind 4. Klasse. Und wie lange spielst du schon Tischtennis? 8 Monate circa. So wurden während der Sommermonate täglich 2x2 Trainingseinheiten absolviert und auch während der Schulzeit steht das Trainingszentrum den jungen Athleten 6x pro Woche offen. Die zusätzliche Einteilung der Jugendarbeit in 3 Gruppenstärken lässt auch individuell geforderte Maßnahmen besser auf die Spieler wirken. Eine gute Zusammenarbeit in einem Kollektiv bestehend aus Verband, jungen Athleten und Eltern wird dann auch dafür sorgen, dass nicht immer nur von 1 oder 2 Spitzenspielern berichtet wird, sondern von gleichwertig starken Akteuren. Team A von Weizenkirchen und Mettmach erwiesen sich als die beiden stärksten Teams. Ihre Leistung wird mit dem Aufstieg in die nächste Runde und somit in die Landesklasse belohnt.